Hey Leute, ich werde euch heute mit einer Voice Commentary durch den Videodreh von Sonnenbank Xavier führen, und zwar mit Outtakes, Behind the Scenes und einfach Referenzen erklären, wie manches in dem Musikvideo entstanden ist, und ich freue mich. Yeah. Das heißt, ich ziehe mich zuerst. Oh, hier fällt mein Ring. Oh. Ja, wir haben das Musikvideo teils bei mir vorm Greenscreen gedreht und teils im Solarium gedreht mit Sarah Loves Cats. Und wir hatten großen Spaß, aber es gab immer wieder kleine Unbekannten, mit denen wir arbeiten mussten. Ja. Okay. Oh shit. Mach aber mit der Hand, ne? Ja, ich weiß nicht, wie die natürliche Handbewegung ist. Okay, ich darf nicht lachen. Okay, sei hart. Ich bin gerade lang gerutscht. Ich hatte so viel Öl auf meinem Körper, dass ich die ganze Zeit hin und her gerutscht bin, wenn ich das Solarium aufmachen oder zumachen wollte. Also man sieht halt einen Teil von der Brust. Ja. Also bis zu Nippel sieht man nicht mehr, aber ich kann es auch mit Nippel machen. Nee, Nippel muss nicht drauf. Okay. Erstmal dieser Effekt ist halt, ne, dieses Gesicht, und dann wie es halt puff. Okay, und dein Profil ist schön, deswegen. Okay. Okay, go. Guck mal hier rüber. Ey, deine Beine sehen so krass aus. Anstrengend, weil ich war ganz körperanspannend. Wir waren da eine Stunde drin und es war echt, echt warm irgendwann. Und dann ist dieses Ding, dieser Kopf, diese Kopfstütze permanent weggerutscht. Ich bin ausgerastet. Ich schwöre. Scheiß Ding. Was denn? Ich brauch noch, oder? Deine Beine glänzen auch so krass. Sieht aber hammer aus. Mein Ellbogen hat mich zerstört. Wie gesagt, wir waren da über eine Stunde drin und ich lag über die Hälfte auf dem Ellbogen, um mich abzustützen, und das war so schwierig. Ich glaube, dein Gesicht ist drauf. Mach einfach mal irgendwas. Ich hatte eigentlich ein ganz anderes Single-Cover-Bild in Mind gehabt, als wir das gefilmt haben. Aber diese Aufnahmen mit dieser Sonnenbrille, die eine spontane Idee war, die überhaupt mitzunehmen und aufzusetzen, waren halt so krass gut, dass wir dann halt auch einfach einen Screenshot genommen haben von dem Dreh selber. Und ich schwöre, beste Idee, die überhaupt, oh mein Gott, einfach iconic. Und ja, ich bin sehr, sehr froh und stolz darauf. Geil. Ja, ich muss rein. Das ist schon geil. Ja. Krass, wie die leuchtet. Einmal Outtakes hier. Ja, die Ölszene. Iconic. Wir hatten kein Babyöl. Ich hatte mein Babyöl zu Hause vergessen für den Dreh. Und dann waren wir, da war eine Apotheke in der Nähe, da sind wir hingegangen. Die hatten kein Babyöl, gar kein Öl. Da war in der Nähe so ein türkischer Lebensmittelladen, wo wir dachten, okay, die haben doch bestimmt Babyöl, so für Babys, ne? Hatten die aber auch nicht. Das heißt, wir mussten dann ein Olivenöl holen, und ich habe dann so viel Öl auf meinen Körper gehabt, wie noch nie in meinem fucking Leben. Alles hat geglänzt, alles. Diese ganze Kabine war voller Öl am Ende. Das war so heavy, aber sah geil aus und hat sich gelohnt. Und ist auch gut für die Haut. I love it. So viel Öl auf meinem Körper gehabt. Das ist so witzig. Wie jetzt, ey. Vor allem Olivenöl. Olivenöl, weil wir kein Babyöl hatten. Apotheke. Mama. Das ist ein sehr guter Outtake. Das ist ein sehr guter Outtake, ja. So, Beine brauchen, glaube ich, nicht. Nee, Beine sind Hammer. Sehr gut. Ist ja nicht mehr, als du wünschst. Ich meine, klar, so ein Pump, ne, beim Drehen war immer wichtig, und natürlich auch der Glanz, und das habe ich immer wieder versucht aufrechtzuhalten. Oh mein Gott! Ich trage ja wirklich gerne diese kurzen Shorts, vor allem wenn man zum Sport geht oder wenn Sommer ist, und um vor allem auch die 80er zu würdigen, so als Männer noch keine Angst hatten, ihre Beine zu zeigen oder ihre Oberschenkel, was halt auch einfach ein schöner Anblick ist. Allerdings ist es halt recht knapp und ich musste ziemlich oft die Shorts wieder zurechtrücken, damit nichts Bestimmtes rausfällt.
das ist alles, was wir hier haben. Sag mal nicht so rum, rum. Auf dem Baum fast schon kulturelle Aneignung. Das ist alles, was wir hier haben. Ich bin all das, was du dir wünschst zu sein. Ob es dir bewusst ist. Ich habe immer wieder versucht, bestimmte kleine Referenzen und spannende Momente reinzuhauen, wie zum Beispiel mein Filter, mein Instagram-Filter, den ich gemacht habe, reinzustecken in den Video, in das Video und ja. Warum filmst du? Die Kamera funktioniert so, dass man, wenn der Bildschirm schwarz ist und ich drauf drücke, geht er wieder an, aber gleichzeitig hat er dann angefangen zu filmen und das ist so oft passiert, ich schwöre, und ich habe das gar nicht mitbekommen. Ja. Warum filmst du schon wieder? Das ist einer meiner Lieblingsreferenzen, die ich ins Video gepackt habe. Und zwar im Attention-Musik-Video liege ich halt auch auf dem Boden da und habe diesen kleinen Gloomy Bear in meiner Hand. Und ich wollte das unbedingt als wie so eine Art Abschluss zu dieser Attention-Hot-Zeit, weil das ist jetzt halt, wie gesagt, mein erster neuer Song nach so vielen Jahren. Und auch in dem Song selbst Attention-Hot, aber ich frage nie danach, ich kriege alles, was ich will, jeden Tag. Das heißt, klar, ich werde immer Attention kriegen, aber es ist nicht mehr da, so, dass ich danach frage, sondern es ist halt so. Und das war so mein Abschluss mit dieser ganzen Ära damals. Oh Gott. Don't! Ich schwöre, dieses Buch, ich saß da stundenlang, um einfach irgendwie alles Mögliche da drauf zu packen und irgendwie was mich und meine Make Germany Hot Again Prophetie ausmacht. Und dann ist halt im Video halt einfach nur so eine halbe Sekunde und ich fand das eigentlich sehr, sehr lustig, aber es hat sich trotzdem gelohnt. I love the moment. Und auch zu Hause in den Szenen habe ich halt übelst viel Babyöl benutzt und jedes Mal, wenn ich mir das auf meinen Körper gemacht habe, hatte ich Angst, dass es irgendwo rüber schwappt und Öl ist ja nicht so eine schöne Sache. Von daher, aber wie gesagt, Look is important und das hat geklappt und das war das Wichtigste für mich. Also Leute, opfert mal nicht rum. Seid hot, seid stark, seid selbstbewusst, seid einfach übertrieben sexy. Ich schwöre, lebt euer bestes Leben und streamt Sonnenbank Savior. Ich freue mich auf die nächste Zeit mit euch. Mua. Ich bin so ein guter Mensch einfach. Ich lasse euch erwachen. Sonnenbank Savior, Solarium Glow. Ich tue euch ein Favor, jetzt lernt von der Show. Opfer mal nicht rum, rum, rum. Geh lieber mal Solarium. Hot sein bis zum Maximum. Und das ist alles, was zählt. Yeah. Boom, boom. Roskostar, was für ein übertrieben harter Track, so ich schwöre. Sonnenbank Savior, Solarium Glow.